Wer noch nicht den passenden Sattel für seinen Hintern gefunden hat, der reibt sich wund, hat Druckbeschwerden oder juckelt einfach herum wie Chris Froome, wenn er sich den Mont Ventoux heraufquält. Aber woran liegt das? Das gucken wir uns in diesem Video einmal an. Eine gute Matratze ist so wichtig. Schließlich verbringt man ein Drittel seiner Lebenszeit mit Schlafen. Dieser zugegebenermaßen ziemlich ausgelutschte Satz aus dem Matratzenfachhandel lässt sich für uns Radfahrer ganz gut auf den Fahrradsattel übertragen. Aber wie findet man überhaupt den richtigen Sattel? Worauf muss man beim Kauf achten? Das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir uns mit der Frage des richtigen Sattels auseinandersetzen, möchte ich euch erstmal erklären, woran liegt das überhaupt, dass unterschiedliche Radfahrer mit unterschiedlichen Sattelmodellen gut zurechtkommen. Das liegt zuallererst an unseren Sitzknochen. Die Sitzknochen könnt ihr, wenn ihr euch mal an den Hintern fasst und dann ganz fest mal reindrückt, könnt ihr spüren, wie ihr sowohl auf der rechten Pobacke als auch auf der linken Pobacke so einen kleinen knöchernen Vorsprung fühlt. Und das sind eure Sitzknochen. Wenn ihr euch jetzt auf euren Fahrradsattel draufsetzt, dann führt das dazu, dass der Gluteus, der eigentlich ein bisschen über diesen Sitzknochen drüber ist, zur Seite gedrückt wird und der ganze Druck lastet eben auf diesen beiden knöchernen Vorsprüngen. Und das ist der Grund, weshalb unterschiedliche Radfahrer unterschiedliche Sattelmodelle wählen sollten. Wer jetzt denkt, ah super, ich habe einen ziemlich breiten Hintern, dann werden auch meine Sitzknochen weiter auseinander sein, den muss ich leider enttäuschen. So einfach ist das nicht, deswegen sollte man, wenn die Pandemie vorbei ist, mal beim lokalen Bikeshop vorbeischauen, denn die können einem ausmessen, wie weit die Sitzknochen wirklich auseinander sind. Achtung, nicht jeder Bikeshop hat so eine Vermessungsstation da, deswegen bieten die meisten Sattelhersteller eine eigene Suchmaschine auf ihrer Website an, wo man herausfinden kann, okay, wo in meiner Nähe ist denn so eine Vermessungsstation überhaupt vorhanden. So, wir gehen jetzt davon aus, ihr wisst, wie weit eure Sitzknochen auseinander sind, etwas schmaler oder eben etwas breiter. Dafür gibt es zum Beispiel bei Sella Italia alle Sättel in zweifacher Ausführung. Einmal in S und einmal in L. Beim S-Sattel sind die Auflagepunkte 131 bis 136 mm auseinander und beim L-Modell wären es dann 145 bis 150 mm. Je nachdem, wie weit eure Sitzknochen auseinander stehen. Hier sieht man beim Vergleich unseres normalen SLR-Modells mit dem SLR Boost, dass der Boost deutlich kürzer ist. Das bedeutet, er ist nicht nur kürzer, sondern hier vorne die Auflagefläche ist einfach auch etwas breiter. Das führt dazu, dass man länger auf dem vorderen Teil des Sattels sitzen kann, als wenn man jetzt so ein spitzes SLR-Modell in der normalen Ausführung hat. So, das heißt, das kommt für all die Leute in Frage, die gerne vorne auf ihrem Sattel sitzen, damit mehr aus den Oberschenkeln herausdrücken und nicht so sehr von hinten aus dem Gluteus heraus. Außerdem kommt es für die Leute in Frage, die gerne alle drei Positionen auf ihrem Sattel benutzen. Das heißt vorne, in der Mitte und hinten. Wer jetzt allerdings sagt, okay, ich sitze sowieso eher hinten auf meinem Sattel, der kann ja auch einfach so ein normales, längeres Modell fahren, denn er drückt aus dem Gluteus raus und braucht diesen vorderen Bereich des Sattels gar nicht so dringend wie derjenige, der mit einem etwas kürzeren Sattelmodell unterwegs sein will. Warum gibt es überhaupt Sättel, die hier in der Mitte so ein Loch haben? Das hat nichts mit Gewichtsreduktion zu tun, sondern diese Sättel entlasten euren Dammbereich. Sportler, bei denen das Becken beim Fahren nach vorne gekippt ist, bei denen lastet mehr Druck hier im Dammbereich. Und deswegen gibt es bei diesen Sätteln hier diese Aussparung, damit der Druck vom Dammbereich genommen wird und eher auf die Außenbereiche des Hinterns bzw. des Sattels übertragen wird. Sportler, bei denen das Becken etwas aufrichter beim Radfahren ist, bei denen braucht es diese zentrale Aussparung hier nicht, denn dann kann sich der Druck gleichmäßig über den gesamten Sitzbereich verteilen. Kommen wir als nächstes zur Polsterung unseres Rades. Das können wir wieder sehr schön mit der Matratze vergleichen. Eine Matratze, die sehr weich ist, ist für 2 bis 3 Stunden bequem. Verbringt man eine ganze Nacht in ihr, hat man am nächsten Morgen Rückenschmerzen. Und so ist es bei einem Sattel auch. Wenn ihr nur Ausfahrten bis zu 2 Stunden plant, dann könnt ihr ruhig ein Modell mit einer ganz guten Polsterung für einen Rennradsattel wählen. Wenn ihr jetzt aber länger unterwegs seid, dann solltet ihr auf ein Modell mit einer weniger dicken Polsterung zurückgreifen, denn das wird auf die Dauer auf jeden Fall bequemer sein. Wir wären nicht beim Radsport, wenn man diese Regel einfach proportional anwenden könnte. Nein, ab Touren von 5 bis 6 Stunden oder sogar drüber sollte man dann auf ein Modell mit mittelstarker Polsterung zurückgreifen.
Der letzte Punkt in unserem Video hat nicht direkt was mit dem Sattelmodell zu tun, sondern mit der Sattelneigung. Und zwar ist es hier so, dass wenn wir den Sattel zu stark nach unten kippen, wir im Sattel nach vorne rutschen und wenn wir ihn nach oben stellen wie so eine Abschussrampe, dann werden wir automatisch in den hinteren Bereich unseres Sattels fixiert. Und das ist eben nicht Sinn der Sache, denn wenn man Rad fährt, dann wechselt man einfach auch mal auf dem Sattel hin und her, also mal sitzt man einen Zentimeter weiter hinten, mal einen Zentimeter weiter vorne, um einfach unterschiedliche Druckstellen auf dem Hintern zu bekommen. Und deswegen sollte man zumindest bei Beginn der Einstellung der Sattelneigung auf eine neutrale, waagerechte Position zurückgreifen. Natürlich kann man dann nach subjektivem Empfinden den Sattel etwas weiter nach unten abkippen oder nach oben, aber dabei einfach nicht zu stark vorgehen und ein bisschen auf sein eigenes Gefühl hören. Boah, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie so lange über Fahrradsättel gequatscht, ohne einmal A** zu sagen. Oh, ich meinte natürlich, wenn euch das Video gefallen hat und euch eine Hilfe war, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und vergesst auch nicht, dem Kanal GCN auf Deutsch zu folgen.